Hallo zusammen, hier ist wieder Chilla und heute bin ich wieder für euch in Battlefest unterwegs. Und zwar sind wir noch immer am Leveln spät in der Nacht. Bisschen nach zwei haben wir schon. Und ja, ein bisschen questen wollen wir, ein bisschen hier Dungeons laufen zur späten Stunde. Und ich bin jetzt auch schon, ja, angetrunken ist übertrieben. Ja. Bruder hat mir ein Whisky aufgeschwatzt. Ein bisschen heiter, sagen wir es mal so. Aber so, jetzt gucken wir mal. Mittlerweile Stufe 55, falls ich das noch nicht erwähnt hatte. Ich würde sagen, wir queuen jetzt mal rein und hoffen, dass wir eine gute Ini kommen. Sonst werden wir ein bisschen leveln. Wir haben jetzt das so ein bisschen raus, dass wir quasi queuen. Wenn wir eine Kack-Ini kriegen, leaven wir und questen dann halt, weil das auch relativ gut geht. Und ja, Hannes, bei Whisky bin ich eine Pussy, da verziehe ich das Gesicht. Da musste ich mich hier eben mal schon erzählt, die Story, wo ich... Meine Ex quasi mit dem Vater Whisky am Trinken war oder Whisky trinken musste, quasi so halb unfreiwillig. Und da musste ich mich schon zusammenreißen, dieses Gesicht nicht verziehen, ne? Aber vor euch muss ich mich nicht schämen. Du wirkst betrunken, trink lieber nicht so viel. Meinst du, das schon als betrunken? Ja. Oh oh, packt eure Pets weg. Haben wir zwei dabei. Zwei Übeltäter, ja, pack sie lieber gleich an. Oh mein Gott. Haben wir jetzt gleich die ganze Inni. Aber pullt wenigstens den Boss nicht. Ey, wir können hier oben noch die Viecher, die gepullt wurden, töten. Weiß nicht, sein Petter ist despawned. Könnte vielleicht auch noch klappen. Ich hoffe mal. Anders magst du den Whisky. Seid zu weit weg, scheiße. Warum hat... Oh fuck, der Boss wurde doch gepult. Warum? Hat der Hexer den Boss noch mitgepult? Oh nein, Hilfe, ja, danke. Ja. Da bleibt der Mond wohl auf dir. Ich bin extra weit geflogen. Ja, du magst Whisky. Ich weiß nicht, das hat irgendwie... Nee. Whisky ist nicht meins. Ja, ich mag zum Beispiel auch keine Milch, ja. Was? Nee, ja, ich mag keine Milch tatsächlich. Also keine Cornflakes? Nee, sowas gar nicht? Ich esse meine Cornflakes ohne Milch tatsächlich. Wenn ich welche esse. Das mache relativ selten. Trocken esse ich die quasi. Noob, sogar bist du nicht 15? Aber du liebst Whisky, okay, alles klar. Naja, so ist das. Ich brauche ein Ziel. Den besten Alkohol, den ich bis jetzt getrunken habe, war tatsächlich so ein Himbeer-Mojito. Das war so ein pinkes Weibergetränk. Der war aber geil, muss ich sagen. Der hat richtig gut geschmeckt und dazu stehe ich auch. Ja, den hat der Freund von einer Kollegin, einer Arbeitskollegin von mir, hat den gemacht. Und der macht halt auch so Barkeeper-Geschichten teils. Und der war einfach nur göttlich, ne? War zwar übelstes Weibergetränk, aber, ne, waren wir bei ihr zu Hause, ne, und dann hat er hier für die Mädels die Dings gemacht, dann meinte er so, ja, was kann er jetzt für die Jungs machen? Ich so, ja komm, mach dir keinen Aufwand, ich trinke halt auch so einen, getrunken, muss sagen, beste, was ich je getrunken habe, also alkoholisch gesehen, ne, das war echt top, das Ding. Ne, ich bin auch kein Biertrinker. Bin auch kein Biertrinker tatsächlich. Ich weiß nicht, bitter, herb ist nicht meins. Ich brauche ein Ziel, ich muss erstmal was anvisieren. Ja, es ist halt jeder ein bisschen anders, ne, da. Ich mag halt keinen bitterherben Geschmack. Also ich arbeite... Oh, das ist Top Secret. Ich glaube, ich habe es zwar schon ein paar Mal gesagt, aber ich lass gern zappeln. Ich brauche ein Ziel. So. Hier haben wir ja gelernt, dass wir alles skippen können. Die ersten hätten wir auch skippen können, wenn nicht irgend so ein Hexer da gepult hätte. Ach, diese Karte, die brauchst du nicht. Wieder Pets wegpacken vor dem Sprung. Eigentlich kannst du in der ganzen Indie die Pets lassen. Ziel. Hast du nicht irgend so ein Spell beim Hexer? Ah ne, beim Hunter hast du den Skill, ne? Lone Wolf, wo du mit Pet eh mehr Schaden machst. Ja, nur mit Max, mein erster Survival. Okay. Na ja, gut, dann nicht.
Hat der meiste Survival nicht der Mini-Spec? Ja. Jo. Na stimmt, der steht hier im Mini-Range. Ja, gut. Ich brauche ein Ziel. So, wenn ihr hier den. Warte, muss der Fallschirm hin? Na stimmt, du müsstest ja beim Boss einen neuen holen. Naja, egal. Nehmen wir halt. Ich bin halt schon runtergesprungen. Ja, du. Ja, du überlebst es schon, das ist klar. 15. Ja, also ich habe mit 15 ehrlicherweise keinen Alkohol getrunken. Wieso nicht? Ich muss erstmal näher ran. Ich weiß noch, ich habe richtig clever auf dem 18. Geburtstag von einem Kollegen. Habe ich mit Alkohol eigentlich angefangen. Also so richtig halt, ne? Und vorher halt so gut wie nie was getrunken gehabt. Und da waren Kollegen von ihm dabei, die waren schon ein bisschen älter. Die haben sich dann halt ewig viele Wodka-Shots bestellt. Und der eine meinte sofort am Anfang hier, ne? Komm, wir machen Kampftrinken, ja? Und ich, vorher so nie viel getrunken gehabt. Blöd, wie man halt ist, ne? Mit 17 oder irgendwas, was ich da war, habe ich dann halt mit denen, nur die haben das halt hingestellt, auch schon gezahlt gehabt, alles kein Ding. Dachte mir, na gut, machst du halt mit, ne? Und dann hat der halt einen nach dem anderen sich reingeschüttet. Ich mir dann halt auch. Am Anfang war das noch ganz lustig. Meine Fresse, hab ich, also so viel wie in dem Abend habe ich nie gekotzt, ne? Also so dreckig ging es mir echt selten. So dreckig ging es mir echt richtig selten. Ich habe dann, glaube ich, irgendwie zweimal auf dem Klo gekotzt. Dann ging es mir richtig dreckig. Ich sollte halt eigentlich beim Kollegen pennen, ne? Und dann ist, sind wir, glaube ich, zu dritt dann heimgelaufen und der eine, mit dem ich dann dieses Wetttrinken gemacht habe, ist halt mitgelaufen. Und der hat mich halt ständig so halb am Bauch gepackt, dass ich nicht umkipp quasi eigentlich. Und dann musste ich, jede Straßenecke musste ich wieder kotzen, weil der mir halt immer so an den Bauch gedrückt hat quasi mit dem Arm, weil der halt war halt auch nicht mehr so gerade gestanden. Und das war, glaube ich, so der schlimmste Weg nach Hause überhaupt. Ich weiß nicht, wie oft ich an dem Arm gekotzt habe, aber das war richtig, da war ich richtig durch. Also nicht nachmachen. Liebe Kinder, lieber langsam an den Alkohol rantasten. Ist die bessere Idee. Aber an dem einen Abend habe ich so oft gekotzt wie vom Alkohol wie die restliche Zeit in meinem Leben. Ne? Ich habe kein Ziel. Naja, aber man muss halt immer seine Grenzen mal ein bisschen ausprobieren. Kopfkino, ja. Denkt ihr das mal? Länger machen. Ja, das würde ich euch nicht empfehlen. Ja, man ist jung und dumm, ne? Passiert. So, wo haben wir denn hier? Alkohol ist halt auch eine bisschen Gewöhnungssache. Ich merke das halt vor allem auch im Studium, wo du halt jeden zweiten Tag unterwegs warst und irgendwo was getrunken hast. Da hattest du natürlich auch eine ganz andere Grenze, als ich es jetzt habe. Ich trinke so wie nie irgendwas, ne? Und jetzt merke ich selbst die zwei Gläser, merke ich halt jetzt, ne? Gut, ich bin auch ein bisschen müde. Das kommt vielleicht dazu. Long Island Eistee. Müsst ihr auch mal probieren. Long Island ist gut. Perfekter Cocktail. Auch recht stark. Fuck, ich hab vergessen den Timer anzumachen. Wann ging's denn etwa los? Vor 10 Minuten, oder? So vor 2 Minuten. Okay. Wenn du so sagst, dann glaube ich dir das mal. Schmeiß ich mal ein Dings rein. Explosionen! Mehr Explosionen! Ich brauche mehr Explosionen! Ich muss erstmal was anvisieren. Kennt ihr das, wenn ihr dann irgendwie am Abend übertrieben habt, richtig schlecht war, ihr gekotzt habt und dann meint, ja, ich trinke nie wieder was und am nächsten Tag unterwegs war und denkst, okay, vielleicht war es gar nicht so schlimm. Das ist immer die Geschichte, wo du denkst, okay, ja, ein bisschen geht schon. Ah ja. Ja, der Hexer hat auch gerade geschrieben, ich bin gerade 16 und ich werde nie wieder Bier trinken. Ja, klar. Wahrscheinlich. Hier ist Hauptnahrungsmittel, wenn du ein bisschen älter wirst. Ah,
Schau mal an. Diesmal auf zweimal, würde ich sagen, ne? Wir wollen sie nicht übertreiben. Naja, ich hab Heldentum. Nein, hör auf. Ich krieg ihn jetzt schon nicht mal. Hau lieber deinen Stun, ja, genau. Hau trotzdem mal HT raus. Jetzt schon? Ja, ich zieh sie weiter. Ich bin so weit weg. Sobald sie stehen, hau mal dein Erdele raus, ich bin schon wieder im Stun. Okay, das ist so schnell down. Schon wieder im Stun. Ja, diesmal jetzt mein CD ein bisschen größer. Alter, du bist halt nur noch im Stun, ne? Das ist echt ätzend. Wir brauchen mehr E-Damage. Ah, jetzt Bob ziehen, ich muss Bob ziehen. Okay, hab Bob wieder weggeklickt. Musste bloß aus dem Stun raus mit der Bob. Und wieder im Stun. So, ich muss mich voll auf den sterben, ich bin gerootet, ja. Okay. Lauft nach hinten, lauft nach hinten. Also wir müssen sie halt schneller, also wenn wir so viele pullen wollen, dann müssen wir sie schneller killen. Während HT war es richtig gut, da habe ich auch voll schnell gecastet, aber danach... Alter, ich bin halt schon wieder im Stun, ich komme ran und krieg halt sofort in die Fresse hier. Ich habe kein Ziel. Lass sie zu Anduin ziehen, der soll sie umboxen. Haben wir aus den Seitenflügeln auch noch Mobs gepullt? Da sind auch schon ein paar gestorben, oder? Und immer noch so viele. Ich glaub schon wieder, was ist da los? Ja, ich kann halt nichts machen. Meine Heilung war jetzt noch ein paar Sekunden auf CD. Die sind halt alle ziemlich low, ne? Aber stirbt halt keiner. Die brödeln halt komplett durch. Der Hogger ist schon halb tot, aber die Mobs leben halt immer noch. Ja, bin wieder im Stun. Jetzt wird Hogger noch wütend. Also unterm Strich war es ein Pull, ne? Mit ein bisschen Downtime zwischendrin. Ich muss erstmal was anvisieren. Oh, Level Up. Nein, Antiperson ist für Aufmerksamkeitsdefizit. Also die brauchen wir gar nicht mehr töten. Einfach jetzt die Q weiter. Rollenabfrage. Ich muss erstmal was anvisieren. Oh, warte mal, ist das der andere Teil? Ja, hier waren wir schon. Aber die geht auch schnell, die Inni. Diesmal kann ja vielleicht unser Hochberg-Taure da schnell durch, ne? Ja, geh mal sterben. Wir könnten noch ein Hexagate, aber das geht, glaube ich, oder hast du? Das ist wahrscheinlich noch nicht. Schau mal, ob dein Vorchargen geht. Hey, schießt weiter, nicht. Lasst niemanden entkommen. Schießt weiter, lasst niemanden entkommen. Ich habe kein Ziel. Ich brauche ein Ziel. Hat der Neuzug funktioniert? Ich muss erstmal näher ran. Nicht nach. Noch einer erledigt. Geht nicht nach. Ich muss erstmal was anvisieren. Ich brauche ein Ziel. Ich muss erstmal was anvisieren. Mit dem Mob los. Komm her. Du isst kein Müsli, ist dir zu gesund. Es gibt auch Ways, das ganz gut schmeckt an Müslis. Aber ich bin jetzt. Ich bin auch kein Müsli-Esser. Wollte eine Weile mal. Fehlt. Ne? Was fehlt? Weil die Milch fehlt. Ja, gut, okay.
Nee, es gibt aber halt auch mit Dings, Müsli mit Joghurt oder so. Kannst du ja auch machen. Das habe ich zum Beispiel gegessen. Greift an, tötet sie alle! Für den Sport habe ich mir ein Müsli teilweise in der Früh gemacht mit irgendwie 3 Äpfeln, 2 Bananen, Dings hier, Haferflocken, aber so viel wie du eigentlich nicht reinkippst quasi und dann und 1 Liter Joghurt quasi rein und dann hast du eine ordentliche Schüssel zusammen, dann so eine Salatschüssel habe ich das in der Früh gegessen und dann, das habe ich ein paar Morgen gemacht, wir waren den ganzen Morgen übel damit, ne? Und dann habe ich das irgendwie wieder so. Und Proteinpulver hatte ich drin, ne? Damals, als ich noch ordentlich am Trainieren war, haben wir das eingebildet, dass ich das essen soll jeden Morgen. Aber das, weiß ich nicht, habe ich dann irgendwann wieder sein lassen. Gesund war das schon einigermaßen, ne? Aber war vielleicht doch ein bisschen too much. Ich habe unsere geheiligte Bruderschaft. Renas, hey, grüß dich. Die Müdigkeit haut jetzt schon ganz gut rein, ne? Und die Uhrzeit. Einmal um die Ecke rum. Okay, die haben wir auch noch. Ich brauche auf jeden Fall das Erdele und oder einen Stun. Ist Ele ready? Ja, gezündet. Ele ist ready, dann... Wo ist er denn? Ich versuche ihn mal zu heilen. Ach, hat sie erledigt. Spanntotum kommt. Ich habe kein Ziel. Ja, siehst du, geht doch alles gut hier. Ja, ein Mastern macht halt echt viel auch aus, ne? Sehr nützlich. Exart Voltermine verlassen. Okay, ja. Naja, gut. Es gibt so Leute, die brauchen Schlaf, ne? Ich habe davon gehört, aber ich kann es jetzt nicht so ganz nachvollziehen. Ja, wir sind auch nicht. So, sind so seltsame Menschen, die Schlaf brauchen. Schlaf? Was kann man jetzt essen? Ich brauche ein Ziel. Nicht. Vielleicht ich schmeckt muss das ja. Erst mal was anvisieren. Bestimmt was mit Milch, das mag ich nicht. Einen müssten wir noch interrupten. Ja. Dafür ein Debuff. Cool. Ja, den solltest du wahrscheinlich auslaufen lassen, von den Mobs wegrennen, aber naja. Was hat mein Heiler? Alles muss brennen! Niemand so weit weg! Wird als DD. Braucht und als Heiler auch. Stehst doch drauf. Ja, genau. Schau. Ich bin jetzt nur 52 mittlerweile schon. Eigentlich wollte ich das Eschental ja noch weiter questen, ne? Wie viel Fortschritt habe ich denn da schon im Eschental? Kalendor. Meister Leon. Leute, hört euch Feuer! Gerade als 16-Jähriger, da braucht man keinen Schlaf. Ah, 0 von irgendwas, vielen Punkten. Okay, Eschental scheint... Oh, ups, ich sollte vielleicht nicht im Achievement-Fenster sein, während das ein Breath macht. Du, ich weiß nicht, ob du irgendwelche anderen Leute kennst. Das können wir nicht sagen. Achso, der Hexer wollt ja raus, ne? Dann schleich dich. Ach, eine geht noch. Ah ja. So schnell, wie wir gerade unterwegs sind. Ja. Wir machen. Es kommt bestimmt wieder so eine Kack-Inni. Lädt gerade nichts.
Mhm. Sabotieren zwei Leute. Ich muss irgendwie Erzbrocken besorgen. Ja, es funktioniert aber, ja. Ja, wir hatten unsere 24-Stunden DC. Ah, okay. Ach, die Erzbrocken liegen hier in der Höhle rum, okay. Du, vielleicht hast du es ja verdient. Hast du das schon, daran schon mal gedacht? Ja, dabei mache ich die Erzquest. Gehst du auf, wenn sie kacke in die ist? Na schau, so kann man es natürlich auch machen. Wir machen dann einfach hier ein paar Quests, wenn es eine kacke in die ist. Für die Horde. Hey, lol, warum bin ich denn jetzt ein Wichtel? Also ich habe mir die Questtexte jetzt nicht durchgelesen, aber was für eine gute Erklärung gibt es? Da steht ein Typ in der Höhle, der will, dass du Erz aufsammelst. Du sammelst Erz auf und dann verwandelt er dich in einen Wichtel? Okay. Gut, ja. Klingt nach einer gut durchdachten Story. Aber vielleicht hängt es damit zusammen, dass wir vorher irgendwelche Dämonen gekillt haben, wer weiß. Ja, wieder anwesend. Mein Wichtel weg? Mein Wichtel doch. Okay, bin immer noch ein Wichtel. Nimmt die Wachtürme. Ja, dann queue ich jetzt mal. Habt ihr die Wichtel-Quest schon gemacht? Nee. Ich muss auch noch Erz sammeln. Erze, ja. Ich muss erstmal näher ran. Ah, damit musst du irgendwelche Eindringlinge hier. Der Laden schon wieder. Hey Mann, helft uns! Eine mittelgute Instanz. Der will uns ans grüne Leder. Sucht sie, Tölpel! Fürst Batiel braucht seine Opfer! Aber warte mal, wollen wir das mal probieren, ob wir das triggern können? Euer Blut wird Akumai, den Zerstörer. Glaubt ihr, das funktioniert? Was genau? Wir haben da vorher, wo wir gestorben sind, als wir diese Murlocs getriggert haben, können wir einfach durchlaufen bis zu den Murlocs? Ich bin zu weit weg. Wird das jetzt tatsächlich einfach mal ausprobieren wollen? Ah, der Shami hat viel Aggro, ihr seid alle weit weg. Bin ich. Du hast die Mobs gedamaged, ich will jetzt einfach nur durchlaufen. Hier wieder am Rand. Na gut, wenn wir nicht zusammen sind, dann wird das wahrscheinlich eher nix. Okay, ich bleib mal stehen. Okay, ne, das war zu langsam. Okay, da müssen wir dann, wenn dann alle zusammenlaufen. Vielleicht die einmal stunnen und dann weiter. Sobald dein Ele tot ist, ja. Da fetzen die uns. Ja, ist vorbei, ja. Ja, da hatten ziemlich viele Aggro, auch ich. Ja, ich hab einfach nur ein paar Hämmer geschmissen und bin da durchgelaufen, ne? Weil ich halt gucken wollte, ob du diesen Dings triggern kannst, aber die hauen halt schon relativ viel Schaden raus. Dann vielleicht, wenn dann eine Slow-Falle oder so, und dann kannst du durchlaufen. Das würde vielleicht funktionieren, aber ich glaube, es ist ein bisschen risky. Die Mobs vom Anfang sind eh alle down, ne? Also ihr könnt ja durchlaufen jetzt soweit. Ja, die sind gerade zurückgelaufen. Na super, ich Hunter. Bin jetzt halt... jetzt gebodypult. Der Hunter. Oh, da kommen sie jetzt gerade alle. Uff. So, du wolltest bis zu diesem einen Dings durchrennen, wo wir dann... jetzt verstehe ich. Das war der Plan, aber es hat jetzt nicht so ganz funktioniert. Der Gegenstand lädt noch ein bisschen auf. Immer noch bei dem Hauptteil der Gruppe hier. So.
Haben wir die hier geedit? Noch nicht. Zumindest war das der Plan, aber das scheint anscheinend. Ja, Bist mir die Aggro. Hast du eine Hexe aufgeschossen? Ja, gut, so können wir es natürlich auch machen. Ja, er hat ja eben gesagt, er kann ja nicht sterben. Ja, da habe ich es mal probiert. Ich brauche ein Ziel. Stimmt, er sagte was von, er kann Bosse selber tanken oder sowas, ne? Irgendwie. Ja, wahrscheinlich 10.000 Trashmobs wird es eher schwierig. Bald steht ihr unter meiner Kontrolle. Und dann hetze ich euch auf diese lästigen Helden. Halt! Es ist doch zu früh! Nein! Blöd, dass ich die Ultraman-Quest nicht fertig gemacht habe, ne? Das ärgert mich jetzt ein bisschen. Dass ich das vergimmt habe vorhin. Ich muss erstmal näher ran. Mal gucken, was wir mittlerweile alles im Pool haben an Innis. Jetzt müssen wir da schon ein bisschen mehr gehen können. Ja, es sind nur relativ viele, ne? Oh, wenn der Hexer mal gleich noch sich verabschiedet, werden bestimmt ein paar höhere aufkommen. Tempel oder so. Stimmt, ja. Tempel ist eigentlich auch ganz dankbar. Vielleicht Blackrock Gefängnisse. Das ganz ist... Ja, Blackrock ist auch cool. Gemacht. Aber du könntest halt auch Düsterbruch reinkommen. Das ist halt eher weniger nice. Müssen wir das Heal-Totem auch killen, weil das doch ein bisschen ätzend ist. Ungläubige, die mir Blut ihr vergießt, desto schneller erhebt sich. Ja, der Tempel heute? Ja klar, der alte hat halt ewig gedauert, wo die Statue noch aktivieren musste. Ich fand's aber eine coole Inni damals. Ich find's schade, was sie draus gemacht haben. Also ich möchte sie heute nicht mehr komplett spielen, ne, das ist klar. Aber ich hätte gerne zumindest noch die Möglichkeit, dass ich oben die Sachen machen kann. Und Keller gab's auch noch, ja, und solche Geschichten. Und die hätten das ja so, wie sie es heute gemacht haben, in der Instanz machen lassen können, ne? Aber trotzdem, dass du nach oben hochlaufen kannst, noch drin lassen, weil das haben sie ja alles komplett rausgenommen. Du hast jetzt bloß nur unten das Ding. Das finde ich echt ein bisschen schade. Ich glaube, wenn du die Murlocs hier triggerst, dann hast du den FH hier getriggert quasi. Ich habe kein Ziel. Ich muss erstmal was anvisieren. Ich brauche ein Ziel. Die Eindringlinge sind noch am Leben? Haltet ihr auf! Wir dürfen das Ritual nicht stören! Dass du versuchen, den Boss 1 zu 1 zu machen? Ja, das kannst du machen, nachdem du aus der Gruppe bist und Solo-Queues, dann kannst du das machen. Ich glaube, dass ich jetzt warte, bis du einen Boss 1 zu 1 gemacht hast. Ich will hier schnell durch und nicht irgendwelche Spirenzien machen. Du bist ja lustig, echt. Ach gut, Schaden? Hm. Wo ist das? Da sagt mein Recon was anderes. Ich hab kein Ziel. Oh, was war das? Eine Hand auflegen? Nee, meine Eigenheilung, die ist relativ stark. Nicht, die ist ja prozentual, ne? Umso niedriger ich vom Life bin, umso mehr heilt die quasi. Also wenn ich fast tot bin, dann zieht die einen einmal fast komplett hoch, ne? Die 20 Levels über dir machen nix. Man wird hier immer gleich skaliert. Oder irre ich mich? Nö, das ist egal. Also wenn er Recount hat, machen wir auf seinem Recount Schaden, als wären wir auf seinem Level und... Ja. Bei unserem Recon macht er Schaden, als wäre er auf unserem Level. Du genau. Du machst ja prozentual Damage. Quasi. Also von dem her bleibt sich das gleich. Setz mich mal schnell. Ich
Gut, ja, wie ein Verrückter hier immer. Naja, reck dich mal voll, ich hab dann theoretisch noch Dings. Und ich hab ein mächtiges Erdschild drauf. Ah ja. Ja, dann geh ich AFK. Ja, genau. Das, du wirst nicht mehr gebraucht. I'm the healer now. kennt ihr diesen Captain auf diesem Schiff, diesen Schwarzen da? I'm the Captain now. Nee. Kennt ihr das nicht? Ich weiß nicht, ob von was das ist. Captain Phillips, Arthur. Wen? Captain Phillips. Guter Ach Film. So. Ja, gut. Ich weiß nicht, woher das ist. Ich kenne bloß das Meme, deswegen. Es ist von dem Film Captain Phillips. Und der Schwarze sagt das dann. Das war auch, die Anspielung war auch. Genau. Erklär es, dann wird's sicher lustiger. Ich habe kein Ziel. Ihr kommt zu spät! Die Beschwörung von Aliset 1, bevor ich euch töte! Kommt hier am besten um die Ecke rum, weil ich hab kaum Akku auf die. Ich hab immer Angst, wenn ich auf die mit dem Schild schmeiß, dann habe ich die ganzen Gruppen immer an die Hacken. Zu weit weg. Mit HT sogar. Finden wir es ja gar nicht. Richtig, ja. Könnten ganz gern noch mal ein paar Mal Verlies kommen, ne? Das wird jetzt was bringen. Ah, oh, nee, ich glaube Classic mache ich nicht fertig. Ich mache jetzt die Stunde hier noch fertig, dann hau ich mich definitiv in die Haie. Wir haben jetzt dann eh schon drei, ne? Eigentlich wollte ich heute nur so bis 12, 1 rum machen, so wie immer halt, weißt du? Ich hab kein Ziel. Eigentlich wollte ich nicht komplett durchziehen. Akumai zu nähren. Stattdessen sollen unsere Opfer. Und eigentlich war ja der Plan, ein paar Gebiete durchzuquesten. Ich glaube, da haben wir ein bisschen was geaddet. Da hängt ein Leerwandler drin. Aha. Ich muss erstmal was anvisieren. Ich brauche ein Ziel. Naja. Mach ich das vielleicht mit dem nächsten Char, dass ich ein paar Gebiete durchqueste. Unser Vorbote, Akumai, steigt. Ich hab kein Ziel. Ich muss erstmal was anvisieren. Ja, war bestimmt ein Leerwandler von dem anderen. Ami-Leerwandler weg. Wahrscheinlich. Er hat elementar sich ein bisschen getarnt, weißt du? Neue Gestalt. Boah, ich muss echt noch ein bisschen Wasser nachtrinken, ne? Immer noch keine Cola? Ich trinke kaum was. Mittlerweile mache ich so, wenn ich mir beim Mac ein Menü mitnehme, dass ich mir dann schon eine Cola hole. Aber so trinke ich halt nur Wasser. Also ich trinke in der Arbeit nur Wasser und so als Ding halt, ne? Ab und an sowas zum Essen oder so, aber das war ja auch der Plan. Also jetzt, ich will ja nicht hundertprozentig drauf verzichten oder irgendwas, sondern halt bloß, dass ich halt nicht nur Cola trinke, ne? Das trinke ich halt zu 85% Wasser, würde ich sagen. Klar, war mein Pet. Jäger können ja jetzt Dämonen zähmen, Kappa. Achso, okay, I see. Der Dämon hat sich nur als Wolf getan. War schon wieder ein Fehler, so spät jetzt wie nochmal eine anzufangen. Boah. Diese Müdigkeit immer. Naja, dafür ist der Char dann wahrscheinlich schon zumindest 55 oder so, wenn wir hier fertig sind. Oder was haben wir jetzt? Ja, 54 bin ich schon. Das eine Level mache ich auf jeden Fall das noch. Das kann ich jetzt nicht plündern. Das kann ich jetzt nicht plündern. Das kann ich jetzt nicht plündern. Ja, dann kannst du mir die Kiste nicht looten, ne? Ist es nur eine Frage der Zeit, bis ihr unser seid. Das kann ja, ich jetzt scheiß nicht auf plündern. Die eine Kiste. Oder Hexer. Das kann ich jetzt nicht plündern. Ja. Wir können nicht mehr aus der Instanz rausporten. Das kann ich jetzt nicht plündern.
Oder verlasst einfach die Instanzgruppe. Wenn der Hexer nicht mehr mitmachen will. Machen wir das so. Jetzt weiß ich nicht, ob ich halt noch in dieser Wichtelgestalt bin. Nee, bin ich halt nicht. Jetzt muss ich nochmal die Wichtelgestalt holen. Nervig. Hey, wie geht's euch? Jo, ich wünsche dir eine gute Nacht, ne? Zock, zock. Zock, zock. Oh, jetzt habe ich schon den ersten Teil hier fertig, ne, vom Gebiet. Da geht was. Kraft. Es war der Hexer, der gepult hat. Hat nochmal bei deinem Stream ein bisschen zurückgedreht. Er hat doch gesagt, ich hab den Lehrmann da doch gesehen. Ja, ist jetzt auch kein Drama. Eine Mobprobe mehr oder weniger, was ist das ja alles bloß Fun. Ja, ja. War nur aus Interesse gerade. Halt okay, wir kreuzigen ihn, du hast mich überzeugt. Lebendig verbrannt wird er. Wie konnte er nur. Ey, hab doch den Anstand, die Gruppe zu verlassen. Kraft und Ehre! Kraft und Ehre. Aber eigentlich muss ich jetzt diese Wichtelquest schnell fertig machen. Schauen wir mal, ob wir mitten in der Nacht noch einen vernünftigen DD bekommen. Nicht mehr so wieder so ein Druid haben wie vorhin, ne? Der irgendwie da durch die Instanz leckt wie nochmal was. Was machst du so schnell die Inis? Naja, pull was zusammen, Wecker eh, ne? Du brauchst halt eine einigermaßen sinnige Gruppenzusammenstellung. Wir haben jetzt auch keine Gruppe, wo wir die besten Klassen dabei haben, aber zumindest einigermaßen Damage, ne? Dann geht das halt schon einigermaßen schnell. Komm, scheiß drauf. Na, toll, man. Ja gut, bei der muss sind. Ah ne, warte mal, das ist die andere, ne? Hier. Naja, die geht um ja, die Quest. Ja, trotzdem ein bisschen vorsichtig mit dem Bullen. Ich bin zu weit weg. Ein Mighty Protection Parler. Und Special nicht Tank Item. Podcast hier anklicken. Der tötet uns. Ich sag doch nicht alles pullen. Ja, wir haben doch hier, ne? Full Support mit Erdele und. Da hast du dein Ele jetzt draußen? Ich würde so einen Stun nehmen. Ich muss erstmal was anvisieren. FCD ist drin. Wir haben Rory dabei. Er könnte halt auch Master anschmeißen. Ich brauche ein Ziel. Ich muss erst gut, er macht zumindest da eh Damage, der Worry. Ich hab kein Ziel. Und siehst du, lief da alles supi-dupi. Da haben wir zwar alles raus, ne, ich aber... Ich brauch ein Ziel. Ich muss erstmal was anvisieren. Kann ich euch helfen? Achso, die Folge ist um 2.15 Uhr circa begonnen. Gegrüßt. Okay, ja, weil ich habe jetzt halt den Timer irgendwann angemacht. Gut, dann haben wir ja noch eine Viertelstunde. Die Ini schaffen wir auf jeden Fall noch. Also 55 werde ich noch, dann können wir mal gucken. Hier brauchst du auch das komische Weihwasser, ne? Das hast du meistens schon, wenn du die andere Dings gemacht hast vorher, aber die waren wir leider noch nicht. Ja, im letzten Raum, ganzen, ja, mit Rammstein da, da sind meistens auch Kisten an der Seite. Hier edit man die ganze Ini. Ich wollte gerade sagen. Das ist eine fiese Stelle hier. Ich zieh die mal hier an die Ecke ran. Ah fuck, ich bin schon bewegungsunfähig. Eigentlich musst du hier vorsichtig pullen, ich hab die da dahinter schon geedit. Aber die kriegen wir. Schau mal, der Volley fährt Damage. Hm. Haben mal einen guten DD gekriegt. Ich glaub's ja nicht.
Das ist random. Warte mal, ich glaube, die musste man looten, ne? Die Gargoyles für die Quest. Ah, tatsächlich. Oder die Benjis. Vorsicht. Opt jetzt alle ein bisschen. Hast du ein Mast dann hier für die? Kommt. Ich muss erstmal was anvisieren. Stille, ich schmeiß mal mein Tank-CD. Heilung? Ah, warte mal, die machen irgend so eine Scheiße, dass du weniger Heilung kriegst, ne? Ich bin gestunt oder so? Irgendwas Stille? Fuck. Scheiße. Ja, ich lauf mal kurz ein Stück da nach oben. Okay, bewegungsunfähig. Aber ich kann mir jetzt gleich wieder selber heilen. Oh, ich hab noch so einen Naxxramas-Typen rausgeholt. Okay, heil mich voll. Ich hab manchmal Ziel. Muss das Tank einfach flitzen gehen. Der gestillt. Stillt? Welcher Mob stillt dich denn? Stillt, ja. Gut gestillt. Du hast dann die Brust genommen von so einer Spinne. Nom, nom, nom. Die Milch ist bestimmt auch lecker. Dickflüssig. Ich brauche ein Ziel. Zu weit weg. So, und der resettet die Aggro, falls du es noch weißt. Ja, gut, kriegen halt die Ds ein bisschen Damage, ne? Das ist. Oh, achso, die Rüstung verringert sofort bei dir. An der Seite gepult. Bloß schauen, dass ich die da hinten alle interrupted krieg. Oh, der Mann frisst. Oh. Ja, ich hab ihn nochmal getauntet, aber ich war hier gerade dabei, die hinten alle zu interrupten. Na, komm, da kommt der nächste ich wieder. Muss erstmal was anvisieren. Mana leer. Bin komplett gestunt, okay jetzt. Ja, wir müssen glaube ich erst die Trash-Mobs weghauen, weil die geben die ganze Zeit so richtig eklige Debuffs. Ah, wieder rausgenommen. Können sie ja gleich Mana regen, wenn wir die da drin machen. Ich brauche ein Ziel. Ja, Mana Layer heißt bei mir, ich muss auf heiliges Licht umspringen, das ein bisschen langsamer ist. Ich habe kein Ziel. Aber ich brauche ein Ziel. Bisschen Heal kommt immer noch. Schau, das ist ja schon mal was. Ja, jetzt bin ich wieder voll. Ich bin gelevelt. Einfach mit rausziehen. Sollte mir vielleicht doch die Bubble. Ah, ich weiß nicht. Habe ich eigentlich meine Heilung immer drauf? Nicht, dass ich dann versehentlich die Dings ziehe. Legen der Dings hier hin. Hier können wir gleich den Schmied nur rausholen. Also, das Palatank ist silenced schon auch ein bisschen blöd, ne? Ist man sicher, dass du das eigentlich vollkommen wurscht, ob du gesilenced wirst? Ich muss erstmal was anvisieren. Das Ziel kann ich nicht angreifen. Ich habe kein Ziel. Ich muss erstmal was anvisieren. Ein DK wäre jetzt noch was Cooles, der die Mobs zusammengrabt. Drück schon mal das Ding hier. Der nächste Boss ist auch richtig nervig. Übernehmen. Dauert auch ewig. Wollt hier, ich glaube zu Burning Crusade war das. Da wollte ich hier mit dem Hexer das Mount alleine farmen. Und da, wenn du immer übernommen wirst, ist das halt richtig nervig hier. Musst du mal gucken, dass du deinen Lehrwandler am Start hast und es hat immer ewig gedauert, den Boss zu töten. War das nur richtig eine Challenge hier, die Inni allein zu machen? Ich muss erstmal was anvisieren. Ist jetzt das Wasser weggelootet? Nein. Ich wollte es haben. Ah. Keiner war in der Nähe. Ich bin da hingelaufen. Dann hauen mich halt blöderweise, weil ich Tank bin, ne? Das hat so an sich 10 Mobs, dann konnte ich das nicht looten. Dann dachte ich mir, okay, dann
interrupte ich die Caster und dann geht da wer anders hin und blutet mir das weg, weißt du? Das ist die Bürde eines Tanks. Müssen wir das nächste Mal gucken, ne? Dann brauchen wir wahrscheinlich noch so eine Stunde das nächste Mal für Burning Crus- für Dings hier, für Classic, und dann können wir schon PC durchstarten. Da will ich dann aber am besten auch wieder zumindest ein Gebiet ich machen von Ziel. Denen, von den Geschichten, wenn dann Wortel oder Ding. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass es dann PC Wortel mit dem Questen sogar ein bisschen effizienter ist als jetzt. Weil die Inis halt im Verhältnis nicht mehr so viel bringen. Ja, 50 bis 60 zieht sich ein bisschen, finde ich. Aber hier gab es jetzt richtig viele Quests. Naja, das dürfte einiges bringen. Die Indies auch, also sonst, die dauert eigentlich schon relativ lange, aber dafür, dass es so viele Quests gibt, lohnt sich's halt wieder. Gleich mit dem anderen Stratholm. Ja. Ich habe kein Ziel. Wobei beim anderen Strat eigentlich relativ viele Mobs skippen, also viele Bosse skippen kannst. Da kannst du theoretisch auch fast direkt zum Endboss gehen. Ich muss erstmal was anvisieren. Weil wenn du hier in der Ini eine Gruppe hast, die schwach auf der Brust ist, dann musst du echt gucken, dass du nicht den halben Laden mehr addest. Ich hab kein Ziel. Jo, hier macht ich jeder seine schlechten Ziel. Erfahrungen. Ich muss erstmal was anvisieren. Vorne am Gang, da addest du immer mehr, immer mehr. Ich muss erstmal näher ran. Ja, irgendwann ist vorbei. Heiler und Tanks vielleicht keine accountgebundene Sachen anhaben. Das wird schwierig. Ich brauche ein Ziel. Ob sie schon wieder ein bisschen schnell? DD drin? Haben wir einen Stun? Ich habe kein Ziel. Oh, das war knapp. Ich brauche ein Ziel. Diese Debuffs sind halt auch ätzend, ne? Fluch, alles Flüche, ja. Mage Welt, schön. Entfluchen. Ja, ich glaube, so dass random ein Mage die Flüche runternimmt. Also, macht kein Damage. Ich muss erstmal was anvisieren. Das hat bei uns nicht mal Mythic Raid geklappt, dass die Leute beim Council die Sachen runtergenommen haben. Da gab es auch so Eulen und Mages, die halt durchgezogen haben, ne? Da hatte einer hatte irgendwie 50 Dispels und der andere 5, ja? Ich hab kein Ziel. Gleiche Klasse, da ist irgendwas ein bisschen verkehrt. Kritisch könnte ich das Druid-Tank ja auch, ne? Aber da musst du halt aus der Gestalt rausgehen. Anvisieren. Wobei, das wird ja jetzt bald gepatcht, ne? Da habe ich keine Ausrede mehr, da muss ich es auch machen. Als Tank hast du ja Zeit für sowas. Naja, eigentlich nicht. Weißt du, eigentlich hat keiner für sowas Zeit. Dann kannst du dich immer noch rausreden. Ja, ich muss ja aus der Gestalt rausgehen, ne? Hin und her. Und jetzt kannst du dich dann... Deswegen, wenn so eine Änderung kommt, das ist ja eigentlich ein Buff für dich, ne, dass du es in der Gestalt machen kannst. Aber unterm Strich heißt, dass du halt so einen Scheiß auch machen darfst. Gut, dafür fällt aber auch das Mondfeuer weg. Nee, Mondfeuer hast du weiterhin. Ja, also, aber ich meine, du kannst es jetzt nicht mehr in Bärengestalt benutzen. Ja doch, kannst du schon. Ich hab auch gedacht, nachdem ich die Patchnotes gelesen habe, dass es so ist. Aber, ich brauch ein Ziel. Es steht dran, dass du diese ganzen Fähigkeiten nicht mehr in der Gestalt benutzen kannst. Und dann, wenn du dem Ding weiterliest, steht dran, dass es bei der Guardian Affinity und bei der Katzen Affinity auf einem bestimmten Level eine Fähigkeit, eine Passive gibt, dass du es benutzen kannst. Das Einzige, was die damit bewirken wollen, dass du als Heal Druid zum Beispiel Mondfeuer nicht mehr in der Bärengestalt benutzen kannst. Aber als Bär kannst du es weiter in der Bärengestalt benutzen. Weil ich dachte, also wenn die nämlich dir Mondfeuer in der Bärengestalt wegnehmen, dann hast du nichts mehr auf Range, also wirklich gar nichts mehr. Dann wäre die Klasse bei vielen Sachen nicht mehr spielbar, weil du dann halt keinen Mob Range pullen kannst, hättest dann einfach nichts mehr. Und da dachte ich mir auch, okay, das kann nicht sein, aber dann steht das in der Spalte drunter, steht das dann nochmal, dass du dann eine Fähigkeit kriegst. Weil sonst wäre das halt der krasseste Nerf überhaupt.
weil oft hast du in der Rot halt einfach gar nichts ready und kannst halt, Mondfeuer kannst halt spammen, ne? Macht zwar nicht viel Schaden, aber zumindest kannst du spammen. Ah gut, dann passt's ja. Ja, ich dachte aber auch erst, ne? Ich hab mir das so durchgelesen, dachte mir, Moment, wollen die da echt das ran nerven? Aber da steht ein bisschen kompliziert da drin, verklauselt, keine Ahnung, ein bisschen unsauber, finde ich. Hab ja das Weihwasser schon, aber... draufklicken? Ich war auch gerade versucht, muss ich gestehen. Ich hab's ja. Warte mal, den brauchen wir gar nicht, oder? Für keine Quest in einen Dude. Dann pullt ihr mal nicht, der ist nämlich ein bisschen ätzend. Ja, ist aber ein Bonus, den gibt es 100 EP. Nee, gibt's nichts, da gibt's nichts für. Das haben sie rausgenommen, du kriegst für die Bosse gar keine EP mehr, für die Bonusziele. Das Einzige, was du kriegst, ist die Mob-EP, aber die kannst du halt vergessen. Dann sollen wir alle Viecher oh, zusammen. Oh nein. Die hauen richtig raus. Ja, deswegen ja. Eben sind wir wieder hier. Ich spamme jetzt durch. Ja. Das klang irgendwie jetzt gerade so ein bisschen sexuell, wo du. Wo ich die Mobs gepult hab. Aha. Darauf hat er nur gewartet. Ja, schau mal, ich habe ja nicht mal alle gepult, die anderen vierten auch noch mitnehmen können. Hier zu Classic war hier schon Wipe, wenn du zwei gepult hast. Da hast du schon richtig auch irgendwie gegeben. Spawnen ja nochmal diese kleinen Blubs auch raus, die sind halt auch recht nervig. Ich muss erst mal ja, das hatte ich hier schwieriger in Erinnerung. Ah, schau, es ging da alles. Jetzt holen wir die anderen vier auch noch kurz ran. Ah, es load auch noch. Alle dicken, ja, nee. Also, ich will halt hier auch nicht wieder reinlaufen, das dauert halt schon lang. Einfach alles pullen ist halt auch nicht immer clever. Man muss halt schon etwa abwägen, was man aushält, was die Gruppe leisten kann, ne? Eigentlich wollte ich heute das Pet Battle Ding nebenbei testen, aber jetzt habe ich das ist gar nicht gemacht. Muss ich das nächste Mal nochmal gucken. Ich brauche ein Ziel. Da kommt der Rammstein, ja. Warte mal, Noobzocker, du bist sowohl fürs Trinken als auch fürs Autofahren zu jung. Ich denke mir, wir kommen ganz gut hin. Nach der Inni hau ich mir in die Haie, dann bin ich auf 55. Vielleicht mit den ganzen Quests bringt's. Ich bin jetzt kurz vom Level ab, vielleicht komme ich sogar auf 56, wenn es ganz gut läuft. Ich muss erstmal was anvisieren. Ich haben! Ihr macht es schon, ne? Ich muss meinen Transmog anlegen. Ach, fuck it. Ne, alles Non-Elite. Dass ich das wieder vergesse, ne? Dann hab ich wenigstens ein bisschen Platten-Transmog. Mal gucken, ob ich irgendein Set habe, was ich theoretisch transmoggen kann mit dem. Irgendwas, was halbwegs gut aussieht. Ich hab halt eigentlich fast nur Ledergear, ne? Das ist, Ja, ich hab Plattengear, deswegen T2. Konnte ich direkt anziehen mit Level 20. Ich brauche ein Ziel. Mal gucken, wenn ich jetzt in den Dings bei Sets reinschaue. Oh, nicht so viel. Gut, du spielst ja auch mit dem Main-Parler, ne? Da. Ja. Deswegen wolltest du nicht für Geld das spielen, oder?
Ja, schon oft genug gespielt, Vergelter und Tank. Ich habe 1, 2, 3 Sets habe ich insgesamt. Das Warfront Set. Stimmt, okay, ich habe mit den ganzen Gammeltwings. Prüfung der Tapferkeit kriegst du, glaube ich, automatisch, wenn du 1 hast. Und hier das Legionsinvasion, okay, ja, das kriegst du ja auch nachgeschmissen. Ich habe kein Ziel. So, level up. Ah, mit den Quests kriege ich ja noch ein Level. Hand auflegen. Ah, ja, habe ich auch. Echt nice mit Hand auflegen. Kann ich endlich bei dir Hand auflegen? Ja, das ist immer so, ne? Auf ein Glas. Fort mit euch. Kannst du mir ja drücken, wenn du denkst, okay, jetzt babbelt er wahrscheinlich gleich wieder, dass die anderen sterben, ne? Kurz vor Hand auflegen drauf. Hat sich das. Was kann ich für euch tun? Na siehste, 56. Hallo. Schönen Tag auch. So, lala. Dann, warte mal, jetzt muss ich mal gucken, habe ich alle Quests abgegeben hier drin? Nicht, dass ich wieder eine vergesse. Nö, sieht gut aus. Ja, die war jetzt ganz ergiebig, die Instanz. Nochmal 2 Level. Dann können wir das nächste Mal relativ schnell nach Burning Crusade durchstarten. Jetzt muss ich bloß gucken, ob hier irgendwo ein Gasthaus ist. Im Zweifel wahrscheinlich der Laden hier. Ja, genau. Na wunderbar. So, wir stellen uns einmal im Gasthaus ab. Die Stunde müsste auch wieder etwa rum sein. Dann, ja, hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Und dann sehen wir uns gerne das nächste Mal wieder. Euer Tela, bis dann. Ciao.